Einen schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Ich versuche mal, ob die Aufnahme klappt. Vielleicht kackt das ab, vielleicht auch nicht. Denn ich nehme mit meinem Normalhandy auf, nicht mit dem Huawei, was ich ja mal von Commander gekriegt habe, der mich übrigens seit gestern hasst. Oh, grundlos vor allem. Er hat mir eine Nachricht geschrieben aus dem Nichts bei WhatsApp. Ich hasse dich. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und er sagt einfach nur, ja, einfach so. Ich bin hier im tiefsten Gifhorn in einer Assi-Gasse und habe hier gerade einen kleinen Kleinanzeigen-Deal gemacht. So, erstmal hier wieder raus und dann gucken wir mal. Alles gut, ich war zu weit vorne, Junge. So. Ja, ich habe vor ein paar Wochen einen PC gekauft. Bisschen drüber, ein bisschen überteuert. Das war ein i5 2500K, also Sandy Bridge, der legendäre erste Sandy Bridge i5, beziehungsweise es gab ja keinen zweiten Sandy Bridge i5 2500K, es gab nur den einen. Aber ihr wisst, was ich meine, das Ding war damals legendär, ab und zu, was heißt ab und zu, oft übertaktet. Viele, viele Jahre konnte man damit richtig, richtig gut zocken, weil das Ding einfach super war. Ich selber sage ja immer, so langsam, aber sicher, beziehungsweise langsam, aber sicher, die Zeit ist vorbei, wo man mit so einem zweite Generation i5 noch richtig gut mit zocken kann. Das heißt nicht, dass man gar nicht mehr damit zocken kann, aber es ist halt die Zeit vorbei, wo man damit noch relativ weit oben mitgeschwommen ist. Jetzt aktuell ist man eher so am Bodensatz. Es geht noch, aber naja. So ein Sandy Bridge i5 habe ich gekauft für 50 Euro in einem unfassbar massiven Cooler Master Gehäuse. Das Ding wiegt insgesamt über 20 Kilo oder sowas. Das Ding ist super schwer. Ja, ein geiles Asus-Board zum Übertakten, einen geilen Skies oder wie, was auch immer, wie man das ausspricht, diesen Muggen 2 Kühler, Riesenklopper da drauf. 16 GB Speicher, Blu-ray, DVD-Laufwerk, keine Festplatten. Und ohne Grafikkarte. So, in das Ding habe ich investiert. Eine HD 7870, auch seinerzeit eine sehr, sehr gute Grafikkarte. Das Thema hatten wir beim letzten Mal, wo wir die, ich glaube, 4850 geholt haben oder so. Da gab es ja diese 7970 GHz Edition, mit der man auch viele, viele Jahre aufgrund des guten Speicherausbaus und weil die Karte sehr, sehr schnell war, noch sehr viele Jahre danach noch sehr weit oben mitspielen konnte. Das ist halt so die etwas, so die Mittelklasse-Variante. Sagen wir mal so eine Art 70er-Karte Nvidia zum Vergleich. Und es gab die 7970, das war die Top-Version, dann gab es die 7950, das war dann halt so, ne, so eine 80er-Karte, sagen wir mal. Und die 7870, oder gab es auch eine 7890, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall knapp unter der Top-Variante. So, die habe ich da eingebaut, die habe ich gekauft für einen 10er. Dann habe ich dann noch eine 120 GB SanDisk SSD, die es ja auch für einen 10er gibt. Also hat mich das Ding 70 Euro gekostet. So, heute Vormittag, es ist Sonntag, ne? Es ist 13.30 Uhr auf dem Sonntag. Ich wollte eigentlich zum Flohmarkt, aber es hat die ganze Nacht geregnet. Deswegen habe ich ein kleines Schläfchen gemacht. So, müssen wir jetzt hier langfahren, geradeaus. So, da schreibt mich heute Vormittag so ein Kevin an. Und die Art, wie er schrieb, verriet mir, dass es auch ein wirklicher Kevin ist. So, ich habe das Ding eingestellt für 140 Euro, also angefangen habe ich bei 150. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen teurer verkaufen, aber so für 250, da kriegst du schon so ein 5., 6. i5 mit einer GeForce, was weiß ich, 1650 hier, also GTX, sowieso, ne, also schon deutlich, deutlich besser. Und deswegen habe ich gedacht, nee, so hoch kannst du bei dem Ding nicht stapeln oder greifen. Auch wenn der im Einkauf halt ein bisschen mehr gekostet hat als das, was ich sonst so bezahle. Und ja, ich habe ihn halt für 160 eingestellt zum Anfang, dann 150, jetzt hatte ich eine drin für 140.
Ja, jetzt schreibt mich heute Morgen dieser Kevin an, ne, und fragt, was mit Fortnite ist. Ich habe ihn eingestellt als E-Sports Gaming PC. Ne, so für was weiß ich, ja, für Fortnite, für LOL, für Apex, für Overwatch und den ganzen Rotz, die sehr, sehr niedrige in der Regel Anforderungen haben. Und ich habe auch mal geguckt, das läuft tatsächlich relativ gut noch mit dem Ding, mit einem i5-2500K und der 7870. Und da wollte er wissen, wie viel FPS in Fortnite. Da habe ich mir erst überlegt, was sagst du ihm jetzt? Ja, scheißegal. Weiß ich nicht, kannst du nicht bringen. Aber jetzt habe ich mal gegoogelt, es gibt so eine FPS-Rechner. Da kannst du eingeben, was für eine Hardware du hast und das Spiel, was du spielen willst, die Auflösung, und dann schätzt dir das da irgendwie so grob die FPS. Und dann habe ich gesagt, ja, hier Full HD, hohe Einstellung, 100 FPS. Oh, geht nicht noch ein bisschen mehr? Ich sage, ja, wenn du die Einstellung reduzierst, dann geht auch weniger. Wie viel denn? Ja, 150. Ah ja, gut. Könntest du mir den bringen? Ich habe kein Auto. Machen wir auch 20 Euro mehr. Ich sage so, okay, für 165 bringe ich eine dir vorbei. Sage ich aber dann, ja, kannst du mir nicht irgendwie was mit PayPal anzahlen? Weil ich habe das schon ein einziges Mal gemacht, von wegen hier kannst du mir das nicht bringen, und dann hat keiner aufgemacht, beziehungsweise war keiner da. Wurde ich verarscht. Dann meinte er, nein, ich will das unbedingt spielen, hier, ne, meine Adresse, Perso-Bild und bla. Und das habe ich schon gesagt, okay, er schreibt nicht nur wie ein Kevin, er sieht auch wie ein Kevin aus. Dann habe ich mal geguckt in seinem Account, der hat selber auch eine Anzeige online, eine PlayStation 4 hat er verkauft. Und dann stand dann auch direkt in der Anzeige seine Adresse drin. Und dann war das halt die gleiche, die auf seinem Perso steht. Und dann dachte ich so, ja, na gut. So, jetzt fahre ich halt los, sag ja, ich bin dann und dann da. Und dann schrieb er mir kurz bevor ich dann vor der vereinbarten Zeit da war, oh, ich war gerade bei der Bank, ich habe nur 155, geht das auch? Da habe ich mir schon so gedacht, Alter, so ein Fettgesicht. Fettgesicht freut sich schon wieder. Ja. Ja, habe ich so gesagt, Mann, Alter, das weiß man noch vorher. Ne? Ich stand dann da auch schon an dem Haus, wo wir dann treffen wollten. Das weiß man noch vorher, wie viel Geld man hat. Meinte, ja, sorry, wusste ich nicht. Meh. Können Sie mir den nicht auch für 155 geben? Und dann habe ich mir nochmal seine PlayStation-Anzeige angeguckt und dann sage ich so, das war ist eine PlayStation 4 Slim mit Red Dead Redemption, Mafia Definite Edition, GTA 5 Premium und FIFA 19 und ein Controller. Wollte 140 Euro für haben und dann sage ich so, gib mir deine PlayStation und 75 Euro. Und meinte, okay, ich komme. Ja, was soll ich sagen, jetzt habe ich hier die PlayStation im Auto liegen. Also hier ist jetzt hier, ne, hier GTA und so, ne, und Red Dead. Ja, jetzt habe ich 75 Euro und eine PS4 und der PC ist weg. Jetzt habe ich also praktisch über den Daumen gerechnet, das, was ich für den PC ausgegeben habe, wieder raus und noch eine PlayStation. Ist doch gut. Vor allem, wie der auch schon rauskam, ne, so ein richtiger Lauch, Alter, so ein Lauchtyp. So ein bisschen, weiß ich nicht, 1,55, 1,60 ist relativ klein. Ich tippe ihn mal so auf 18, 19, 20 vielleicht. Jeans, weißes T-Shirt, und dann kommt er da so Tallerhoden-mäßig mit den Armen so offen, so kommt er da so raus, macht die Arme so hoch, will mir so, ey, geil. Macht er, yo, cool, dass das geklappt hat. Ich so, ja, wie geht es Ihnen? Ich so, da kannst ruhig du sagen, so alt bin ich noch nicht. Ach so, cool. Ja, und dann hat er schon die PlayStation unterm Arm und dann frage ich, ja, wo ist denn jetzt hier der Controller? Ach ja, habe ich vergessen. Nee, nun bringe ich ihn nochmal. Und dann fragt er mich, ob ich noch Maustastatur habe. Ich sage, kannst du das nicht vorher fragen? Ja, ich bin zufrieden mit dem Tausch, kann man gut mit leben, denke ich. Ne? Ja, jetzt bin ich hier 50 Kilometer gefahren, 25 hin, 25 zurück. Aber ich denke mal, ich bin ganz gut im Plus dabei rausgekommen. Er hat seine PlayStation los, er hat den PC, er hat dann weniger Geld bezahlt, als er hätte müssen oder wie ausgemacht war. Ja, für das Geld, was er da jetzt übrig hat von den 155,
kann er sich jetzt ja noch Maustastatur und Stromkabel kaufen. Was er mich aber noch gebeten hat eben, oder warum, meint, da kann man eben noch mal raus dann mit dem Controller. Ja, und eins, ne, da muss ich sie noch bitten, ne, wegen der PS4, ne. Ich sag, ja, was denn? Ja, dass sie die zurücksetzen, ne, wegen dem Account und so, ne. Ich sag, ja, ist klar. Ich mach mir schon meinen eigenen, keine Sorge. Ja, dann ist gut. Ja. Ja, so läuft das auf dem Sonntag, sag ich dir. Mann, Mann, Mann. Überall Maisfelder hier. Was wollt ihr mit dem ganzen Mais machen, Alter? Aber ich warte schon darauf, dass wenn der mir dann jetzt irgendwann, wenn er in den nächsten paar Tagen da irgendwie sein Maustastatur Kabel, Monitorzeug zusammen hat und dann Fortnite spielen will und dann merkt, oh, 150 FPS reicht, krieg ich ja gar nicht. Was ist da los? Da sag ich, ja, sorry, war geschätzt. Nein, aber so plus 100 wird er schon hinkriegen. Da. Fortnite ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Oder was sagt ihr? Also laut diesem Rechner-Dingsbums, wo ich da alle Daten eingegeben habe, ne, i5-2500K, HD7870, Full HD und Fortnite, da kam je nach Einstellung ohne Witz zwischen 100 und 260 FPS. Kann ich nicht sagen, ich spiele kein Fortnite. So. Aber vielleicht spiele ich bald. Ist auf jeden Fall cool, dass GTA 5 dabei ist, weil da wollte ich eh nochmal ein Let's Play eigentlich von machen. Oder persönlich wollte ich es halt nochmal spielen. Ich hatte das ja irgendwie damals auf Steam. Und dann hatte ich das ja mal angefangen. Die ersten paar Stunden Gameplay gibt es ja auch auf meinem YouTube-Kanal Let's Play. Und dann habe ich das ja jahrelang nicht gespielt und dann wollte ich das jetzt vor 1, 2, 3 Jahren nochmal neu anfangen. So wie ich es ja jetzt mit Days Gone auch mache. Und dann war das weg. Nicht mehr drin in Steam. Ja. Steam Support angeschrieben, hier im Spiel ist weg. Ja, haben sie den Key noch? Ja. Dann habe ich meine Mails nochmal durchwühlt. Habe ich aber nicht mehr gefunden. Ich weiß keine Ahnung, wo ich das mal gekauft habe, bei irgendeinem Keyshop, was weiß ich. Auf jeden Fall, ich hatte es ja. Es gibt ja Gameplay davon. Man konnte ja sehen, dass ich es gespielt habe auf meines Account. Hä? Und dann meinten die, ja, wenn sie den Key nicht mehr haben, können wir nichts machen. Dann, ja, scheiße. Aber weil ja GTA immer noch so gut läuft, seit über 10 Jahren, und die da immer noch Milliarden und von Millionen von Kohle machen, warum fährt man hier denn nicht? Ist das Spiel halt auch immer noch relativ teuer. Wenn es jetzt 3, 4, 5 Euro so ein Key, aber der kostet halt immer noch über 10. Also als ich beim letzten Mal geguckt habe, habe ich gesagt, nee. Dann warte ich lieber noch, bis es sich halt mal irgendwie ergibt. Dann habe ich es mir auf dem Flohmarkt mal für die Xbox 360 gekauft. Wohl wissend, dass es auf der Xbox 360 ziemlich beschissen aussieht und noch beschissener läuft. Es ist spielbar, ja, aber es ist jetzt halt kein Genuss, ne, auf einer 360 GTA 5 zu spielen. Aber auf einer PS4, also eine Generation später, äquivalent zur Xbox One, da sieht es halt einen Tick besser aus. Nicht so gut wie auf dem PC und natürlich auch nicht so flüssig und fluffig, aber auf jeden Fall besser als auf einer 360 oder PS3. Ist halt auch so krass, oder? GTA 5, das kam raus. Noch für die 360, wurde dann später dann noch für die One gebracht, respektive PS4 und sogar für die PS5 und Xbox One X ist das nochmal gekommen. Also so krass, auf drei Konsolengenerationen
weil es halt einfach immer noch gespielt wird, wie bekloppt. Also dieser Multiplayer-Online-Modus irgendwie, der ist wohl super krass. Für die kleinen Tullahoe-Boys. Oh, sehr schön, ein alter Fünfer. E39, glaube ich, 38, was weiß ich. Mit einer Rasenmower. Ach so. Ja, ich hoffe, dass wirklich, dass das mit der Aufnahme klappt, ne? Weil das alte Handy mit der defekten SD-Karte, das ist dann immer so eine Sache. Ob das dann am Ende gespeichert wird. Oh. Was ist hier los? Ja, die Speicherkarte ist auch fast voll, beziehungsweise der interne Speicher. Ich habe jetzt noch 16 Minuten Video ist schon und 20 Minuten habe ich noch insgesamt, also 35 noch was. Ja, jetzt fahren wir nach Hause. Brigitte ist leider noch nicht da. Ich weiß nicht, ob sie heute kommt. Sie ist heute wieder arbeiten. In der Spielhalle. Und ich fahre jetzt nach Hause, werde mir einen Teller Süppchen warm machen. Ich habe gestern eine Suppe gekocht, ohne Witz. Das ist die beste Suppe, die ich je gemacht habe. Die schmeckt so lecker. Geil! Ja, es ist halt, weil es war ja, die, die im Discord dabei sind, die wissen ja, ich habe mir ja jetzt diese Woche, war bei Netto im Angebot, der 2-Kilo-Beutel Möhren für 1 Euro. Habe ich mir mal 2 Kilo Möhren gekauft. Und dann habe ich den einen Tag, habe ich Bratwurst gemacht mit gedünsteten Möhrchenscheiben und Reis. Und dann war natürlich noch ein bisschen was übrig. Brigitte hat natürlich auch was gekriegt. Und dann war jetzt noch ein bisschen was übrig. Und jetzt habe ich gedacht, okay, holst du dir eine Packung Suppengrün. Und dann machst du eine Möhrchensuppe. Geil. War Suppengrün von Aldi. Und dann noch eine Packung Bio-Petersilie dazu. Und ja, dann hatte ich noch so ein Paket von den Wiglo Wiener Würstchen aufgetaut, die ich letztes Mal mitgenommen habe. 1 Kilo Packung Wiener Würstchen. Also es war jetzt auch keine, die ich sonst immer nehme, die mit ungleichen Größen, Längen, dick, dünn, lang, kurz, schief und cremig, schräg geschnitten und so. Sondern das war ein reguläres Kilopack. Was normalerweise 9 Euro kostet, weil das eine gute Wurst ist. Das ist so eine Spezialmetzgerei. 9 Euro das Kilo, die Packung. War für 1,50, war kurz vor MHD. Habe ich natürlich gleich eingassiert, mehrere Packungen. Und eingefroren. So, und habe ich natürlich jetzt noch einen ordentlichen Batzen von den Würstchen reingeschnitten. Und ganz, ganz viel. Also normalerweise bei so einem Suppengrün ist ja auch immer so ein kleines Bündchen. So ein kleiner Bund Petersilie dabei. Ein bisschen. Jetzt habe ich aber noch von dieser Petersilien-Topfpflanze, die man da kaufen kann, immer überall jetzt, so rund die Hälfte davon, also richtig viel Petersilie da reingeknüppelt. Hallo? Ja, sonst so wie immer, ne? Zwiebeln angebraten, dann so ein bisschen hier den Rettich da, den Sellerie angebraten. Im Topf. Dann die ganzen Möhren und den Lauch dazu, noch 3 große Kartoffeln reingeschnippelt, damit noch ein bisschen Kohlenhydrate drin sind. Ja, ganz zum Schluss die Würstchen noch mit rein. Bisschen Brühe. Salz, Pfeffer. Und ohne Kack, Alter, die schmeckt so pervers gut. Richtig, richtig lecker. Ja,
Ja, davon werde ich mir jetzt noch ein Töpfchen warm machen. Also der große Topf steht im Kühlschrank und dann mache ich mir ein, zwei Kellen raus. Große Kellen. Und dann gibt es nochmal lecker Suppe. Oder es gibt Hirschgulasch, weil ich hatte ja auch vor ein paar Wochen erzählt, haben wir Hirschgulasch gemacht und eine Portion hatte ich mir eingefroren, die habe ich jetzt aufgetaut. Weil ich noch nicht so genau wusste, wann ich die Suppe mache, ob ich sie gestern mache oder ob ich sie erst heute mache. Aber ich habe sie ja gestern schon gemacht. Aber das Gulasch ist schon aufgetaut. Ja, yeah. Deswegen werde ich vielleicht auch das Gulasch essen. Mal gucken. Wobei die Suppe, Alter, ohne Witz, das ist schon richtig, richtig, also... Ihr habt sie ja im Discord auch gesehen. Hat sie wieder Fotos gepostet. Ja. Übrigens, das, was ich da als Thema im letzten Video hatte, von dem Typen, der mich da vermeintlich abgezockt hat, ne, mit den Autoteilen, ich habe das Geld wieder gekriegt, also ein Teil zumindest. 40 Euro habe ich wieder gekriegt. Aber auch nur mit Hängen und Würgen und... Der Spastiker, Junge. So ein Wichser. Und hier dieses, was ist das, Wohnmobil, Wohnwagen. Sieht ganz schön famos aus hier. Ihr seht das auf dem Bild nicht. Ist ganz schön Grünspan dran hinten da. Würde mich ja schämen, mit so einem Ding rumzufahren. Ja, aber sonst, ja, ich habe mir den Finger aufgeschnitten letztens, wurde mit 3 Sticken genäht, wurde auch im Discord präsentiert. Ich habe mit dem Skalpell an dem PC so ein Kabelbund wollte ich aufschneiden, was mit Kabelbindern zusammengebunden war. Und auf einmal brach dieser Kabelstraps auf, war schon hart, war halt kein Weichmacher mehr drin und auf einmal klack. Das war so ein Hakenskalpell. Also keine gerade Klinge, sondern so eine gebogene Klinge. Ich habe halt unter diesen Kabelstraps und die Klinge halt so, die war zu mir gerichtet. Also die war nicht nach unten, sondern so nach oben. Mit links halt das Kabelbund festgehalten, mit rechts das Messer und dann ist halt dieser Kabelstraps gebrochen. Und dann ist halt, weil ich halt auch ein bisschen Kraft angewendet habe, dann halt also durchgeflutscht und dann voll in meinen linken Zeigefinger in die Wurzel des Fingers, also da, wo der Finger anfängt, an der Seite. Bis auf den Knochen, ein ganz glatter, gerader Schnitt, das hat geblutet wie Schwein. Oder habe ich das doch schon erzählt im letzten Video? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, es hat super krass geblutet, musste mich dann, weil mir dann so ein bisschen schwubbelig vor Augen wurde, mal kurz auch ein bisschen hinsetzen. Ader war durchtrennt, ja, dann war ich halt beim Chirurgen, einen Tag später. Dann wurde das genäht. Mit 3 Stichen, nachdem er das vorher nochmal ausgeschachtet hat. Weil nach 6 bis 8 Stunden, hatte ich das glaube ich schon erzählt, ich glaube, ich habe es im Stream erzählt, was weiß ich, ich erzähle es nochmal. Weil nach 6 bis 8 Stunden die eigene Körperwundheilung beginnt irgendwie und sich da irgendwelche Eiweiße irgendwas bilden. Und da kann man das zwar trotzdem noch zunähen, aber dann wächst das halt nicht so richtig zusammen. Deswegen mussten sie die Wundwände nochmal so richtig frisch machen. Und nachdem er dann da rumgefuhrwerkt hat, ich habe danach da mal geguckt, bevor er das zugenäht hat, Alter, wie groß der das aufgeschnitten hat, Alter, krass. Mann, Mann, Mann. Ja, mittlerweile ist es also zu 99% zugewachsen. Fäden sind schon gezogen. Das Gefühl ist fast wieder richtig im Finger. War ja so ein bisschen taub und flau und zwischendurch bei bestimmten Armbewegungen hat es auch ganz unten im Finger sehr stark wehgetan, weil da sich Nerven da sich so wieder so irgendwie verbinden und irgendwie alles wieder neue Bahnen und tralala. Ne, weißt schon so, ne? Aber das ist jetzt weg.
Brigitte hat mich da sehr gut immer beruhigt und gesagt, ah, wenn es hier wehtut, ne, ist nicht so schlimm, das ist so, ne. Wenn da die Nerven wieder so ins Spiel kommen und so weiter und so weiter. Ah. Echt, ne, dieser Typ, ne. Ich stelle den PC dann da auf den Fußweg. Haben sie nicht auch noch so Anschlüsse und sowas? Ich so, wie, was für Anschlüsse? Ja, Kabel und so. Ich so, Alter. Habe ich mir so gedacht, ne. Ich so, ne, hättest du mal was sagen können. Stromkabel hätte ich dir noch geben können. Allein auch so die Fragestellung, ne? Haben sie nicht auch noch so Anschlüsse und so? Mann, Mann, Mann. Na gut. Ja, nächsten Donnerstag geht es zur neuen Arbeit. Bin ich auch schon scharf drauf. Ich sitze ja jetzt gute 2 Monate zu Hause. Super nervig. Fettgesicht hat mich dafür nochmal aufgezogen. Ja, wird ja auch langsam mal Zeit, dass sie wieder arbeiten geht. Ich sag so, ja, ich wäre ja die letzten 3-4 Wochen, hätte ich durchgeknüppelt noch in der alten Bude, aber die wollten das ja nicht. Ja, ist ja auch selber schuld. Warst ja nicht gerade nett zu denen. Weißt du, jetzt dreht er das wieder so hin, als wäre ich schuld. Und jetzt fängt er wieder an zu lachen. Ich wollte doch arbeiten, aber wenn die so blöde sind, da die Urlaubstage richtig zu berechnen und die Bestimmungen da nicht kennen. Ja, ihr kennt ja die Geschichte. Die erzähle ich jetzt nicht nochmal. Kann ich da nichts dafür. Ich wollte arbeiten, ich habe denen das gesagt. Ich war persönlich nochmal da, als ich meine letzte Krankmeldung abgegeben habe und sage, ey, das wird die letzte Woche sein, danach wird es wieder gehen mit dem Fuß. Und ich möchte, die letzten 3 Wochen möchte ich gerne arbeiten. Ich habe ja auch dann mit Alex schon gesprochen, weil der wäre dann in der Zeit ja auch im Urlaub gewesen, dann wäre gar keiner da gewesen, außer Bernd. Und dann habe ich das der Frau Personal-Dingens da gesagt, ich würde gerne kommen. Es rappelt jetzt hier so. Ohne Scheiß, was rappelt denn hier? Hitzeschutzblech ab. Oh, wow. Oder locker. Da liegt hier was. Ja, hier liegt irgendwas. Was? Die Karre liegt ja auch schon wieder voll mit lauter Scheiß. Wie viel Speicher hat so eine PS4 Slim eigentlich? Terabyte, 500 Gigabyte. Und was hat der Kevin wohl für einen PS4 Account Namen? Irgendwie Cunt Destroyer? Man weiß es nicht. So, wie gesagt, hier Mafia Definite Edition, ne? Hier ist GTA 5, Red Dead. Aber er hat mich nur abgezogen, der Schelm, ne? Weil in der Anzeige ist die PlayStation mit 2 Controllern. Und dann erst kommt er ohne Controller raus. Und dann frage ich ja, wo sind denn die Controller? Ja, habe ich vergessen. Okay, ich gehe nochmal rein. Dann kommt er raus, bringt aber nur einen mit. Ja, den zweiten habe ich gerade nicht gefunden. Aha. Aber der Controller sieht gut aus. Sehr neuwertig, also kaum abgegrabbelt. Oh, geil, wird grün. Geiler Raketenstart, Junge. Hä?
das geht los hier, ne? Auf 55 km/h. Ja, weil ich habe gerade in diesem Monat habe ich Super Plus getankt und ich habe so einen Liqui-Moly Motor Kraftstoffsystem Einspritzdüsenreiniger. Jetzt geht der richtig ab. Jetzt habe ich 5000 PS. Nein, und ich habe mir jetzt halt vorgenommen, den Motor, ich bin jetzt auch mal so wie jetzt gerade, ich ziehe die Gänge zwischendurch mal so ein bisschen beim Anfahren, auch auf der, wo ich sonst in der Stadt mal so vierte, fünfte Gang fahren würde, fahre ich auch mal im dritten. So ein bisschen hochtourig, sage ich jetzt mal. Mal so ein bisschen Drehzahl für den Motor, dass der auch zwischendurch mal ein bisschen warm wird. Deswegen auch Super Plus, das verbrennt ein bisschen heißer als normales Superbenzin. Und steigert natürlich enorm die Leistung. Und das ist ja das, was ich jedem eigentlich nur empfehlen kann. Nicht immer nur den Rentnermodus rausholen und ne, quasi das Auto immer nur schieben, sondern der braucht halt auch mal ein bisschen Drehzahl. Sieht man auch oft bei diesen Prüfstandsläufen bei Halle 77 oder auch bei vielen anderen, ne, wenn man da halt mal so ein Auto hat, was auch von mir aus ein bisschen älter ist und der immer sehr zahm und vorsichtig gefahren wurde. Und dann, wenn man dann da halt einmal auf dem Prüfstand richtig Volllast gibt, dass da teilweise, der Marco sagt immer, der hustet sein halbes Leben hinten aus. Ne, wenn dann da halt mal so ein paar Verkrustungen und was weiß ich im Motor gelöst werden oder im Abgassystem, Strang. Und man da halt mal hinten so ein bisschen rausfliegt. Und man merkt das dann ja auch, wenn man dann da zum Beispiel drei Prüfstandsläufe macht, manchmal macht er dann ja drei, dass dann der Leistungsunterschied vom ersten Prüfstandslauf, wo der Motor halt noch so ein bisschen zugesessen hat, sagen wir mal, und zum dritten Prüfstandslauf, wo er dann halt zweimal freigeblasen wurde, oder dreimal, deutlich mehr Leistung. Auf jeden Fall ein Unterschied, der weit mehr als die normale Messtoleranz ist, weil wenn jetzt ein Motor, was weiß ich, zweimal miteinander misst, dann hast du halt mal ein PS mehr, ein PS weniger, drei, vier Newtonmeter mehr oder weniger. Aber dann sind es halt vielleicht mal 10 PS oder 5 und entsprechend auch mal 10, 12 Newtonmeter. Und das ist dann schon mehr als nur eine Messtoleranz. Deswegen kann ich das nur empfehlen, gebt auch mal Gas, da wo es geht. Und nicht nur Gas geben im Sinne von mal die Endgeschwindigkeit entspannt erreichen, sondern halt auch mal jetzt, wo ich jetzt hier im vierten fahre, so wie ich es ja sonst immer mache, einfach mal wieder runterschalten, dritte Gang. Nochmal kurz am Gas hängen lassen, die Karre. So richtig assi fahren, ne? Na Mäuschen? Willst du nicht mal an meinem Pimmel lutschen? Nein, natürlich nicht. Brigitte guckt auch diese Videos. Es gibt nur eine, die an meinem Präsenter lutscht. So, wir sind bei 33,30, bei 35,50. Der wieder losschießt hier, der Karre. Alter, wie er ganz entspannt hier am Strampeln ist, ne? Ich überhole ja aber nicht wegen der scheiß Kurve. Da steht ein Laster da, ne? Siehst ja nichts. Wir nehmen natürlich den ersten Gang. Alter, er könnte halt auch mal kurz in die Parkbucht reinbiegen, aber nein, er strampelt ja ganz entspannt. Was auch richtig geil ist an dem Karren hier, wenn ich so wie jetzt mit ein bisschen Späne losfahre und in den zweiten Gang schalte bei hoher Drehzahl, dann macht er nochmal so ein kleines. Also er beißt sich beim, ne, wenn er wieder anfängt, hier eine Kraftschlusskupplung kommt, zweite Gang bei hoher Drehzahl, dann hat er noch so einen Bums, dass das Rad noch ganz kurz sich in den Asphalt beißt. So eine Gewalt ist hier in dem Motor drin, sag ich dir.
Es ist der pure Druck. So, 34,50, wir haben noch eine knappe Minute, bis der Speicher voll ist. Ja, eine kleine Sonntagsausfahrt. PC weg, dafür eine PS5, 4 und da liegt sie, ne? Und ein paar Spiele, hier der Controller und hier die Büchse mit der Schere, irgendwas war hier noch ein bisschen am Rattern. So, die Zeit ist abgelaufen. Und der Verbrauch übrigens, obwohl ich jetzt hier sehr viel unökologischer fahre als sonst, laut Bordcomputer der gleiche Verbrauch wie sonst. Ne, wir haben jetzt noch fast ein Viertel Tank und sind fast 600 Kilometer gefahren, haben noch 200 Kilometer drin. Also ändert kaum was. So, wir haben jetzt noch 10 Sekunden und hoffentlich hat das Video geklappt. Tschüss, Wiedersehen, Tschüss, Tschüss, Wiedersehen, Tschüss.